Lothar ist der Aufnahmeleiter für die ganze DVD, für alles, was wir hier momentan machen. Und Lothar, erklär mal, vor was wir jetzt hier stehen. Ja, Rick, wir stehen hier vor dem Ü1. Das ist ein großer Fernsehübertragungswagen. Der kann bis zu 12 Kamerasignale verarbeiten, viele, viele Mikrofone, alles, was man halt so braucht, um ja, ein gescheites Video zu produzieren. Mhm. Und ja, das ist eben alles in dem Auto drin. Wir haben da vorne die Tonregie, hier die Bildregie, dort ist die Kameratechnik und dahinter die Max-Technik. Die ganzen Kabel, die man halt so braucht, um das, was da am Set oder vor der Bühne am Start ist, auch zu verarbeiten, die kommen übers Heck von dem Ü-Wagen jeweils ans Set ran. Wir können ja gerne mal einen detaillierten Blick darauf werfen. Alles klar, ich würde sagen, schauen wir rein. Hallo Leute, mit Tonstudio-Technik kenne ich mich ja soweit aus, aber das hier ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Keine Ahnung davon. Lothar erklärt uns das jetzt mal. Rick, das ist an sich noch viel einfacher als das, was du im Tonstudio vorfindest, denn du hast hier die kleinen Vorschau-Monitore, die findest du, deren dazugehörige Bildquellen, jedenfalls auch unter einem der Knöpfe des Bildmischpultes. Und du kannst hier auf diesem großen Monitor sehen, was gerade on air geht, beziehungsweise auf die Aufzeichnung. Das kannst du dann entweder hier auf der heißen Schiene über Hartschnitt delegieren oder ganz gefühlvoll über diesen Blendhebel, wie du siehst, eine Blende von einer Kamera in die andere. Ja, super. Das ist auch das, was hier im Wesentlichen passiert, und soweit eigentlich zur Bildregie. Alles klar.